Ich heiße Alex, ich bin Designstudent an der GSO in Nürnberg und nebenbei arbeite ich als Konzeptdesigner, Illustrator und Livepainter. Am Konzeptdesign fasziniert mich die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten und die Freiheit, die man beim Arbeiten hat. Ich arbeite digital am PC mit einem Wacom-Grafiktablett und der Software Corel Painter. Die Software ermöglicht mir es, wirklich frei zu arbeiten, weil sie traditionelle Medien simuliert. Ja, Konzeptdesigns sind für die Vorproduktionsphase von Spielen und Filmen sehr wichtig, da sie visualisieren, was später in den Filmen oder in den Spielen gebaut werden muss. Und das Coole daran ist einfach, dass man extrem frei ist und seine Kreativität komplett ausleben kann, alle möglichen Werkzeuge benutzen kann und einfach seinen Geist freien Lauf lassen kann, auch wenn es öfter mal unter den Vorgaben von den Art Directors läuft. Ich arbeite zusätzlich als Illustrator. Ich mache dabei Buchcover, Illustrationen für Zeitschriften, aber auch Illustrationen, die in Spielen verwendet werden. Was mich daran sehr fasziniert, ist die kreative Vielfalt und das Abstrakte, was man in seinen Bildern verwenden kann. Ich versuche nebenbei, mich als Digital Live Painter zu etablieren. Dabei geht es darum, live in Clubs oder Bars oder auch Konzerten digitale Bilder zu malen, die dann mit dem Beamer an eine Wand projiziert werden und alle können zuschauen, wie das Bild live entsteht. Das Ganze wirkt dabei wie eine Art Lightshow, die dem Zuschauer die Musik und die Show ein bisschen näher bringen soll und ihn währenddessen unterhalten kann. In Deutschland ist es leider noch nicht so etabliert, aber ich tue mein Bestes, dass auch endlich mal die Deutschen sehen, wie cool es sein kann, den Leuten live beim Malen zuzuschauen. Das Coole am digitalen Malen ist natürlich, dass man unglaubliche Freiheiten hat. Man spart sich sehr viel Zeit und natürlich auch sehr viel Material, weil man eigentlich nur seinen Computer und ein bisschen Strom braucht. Und man kann alle möglichen Medien simulieren und alle möglichen Techniken auch ausprobieren, die man sonst niemals ausprobieren würde. Das Erste, was ich mache, wenn ich einen coolen Film im Kino gesehen habe, ist, ich gehe nach Hause, setze mich an meinen Computer und schaue die Webseiten von den Konzeptdesignern an. Schau mir die coolen Designs an, die ich für den Film gemacht habe oder auch für andere Filme. Und das motiviert mich immer wieder aufs Neue, wenn ich die Bilder dann anschaue und mir denke, ja, das könnten auch meine Sachen sein. Also mein Ziel ist es, ein erfolgreicher Konzeptdesigner zu werden. Es gibt natürlich viele, die auch einen berühmten Status erlangen, aber ich weiß nicht, das ist immer so eine Sache mit dem Berühmtwerden. Darauf zähle ich nicht ab. Ich möchte es einfach nur schaffen, in die Spiele- und Filmindustrie reinzukommen und mein Markenzeichen zu setzen, die Spiele zu beeinflussen. Meine Lieblingsfarbe ist braun. Also im Prinzip eigentlich alles zwischen beige über rot und orange bis braun und schwarz. Liebe ich. Was macht mich einzigartig? Also mich macht mein Bart und mein Iro einzigartig. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich gern fliegen können. Fliegen ist cool, kein Mensch kann einfach so fliegen. Weil ich wie ein Superheld. Auf eine einsame Insel würde ich mein Skizzenbuch und Bleistift mitnehmen. Wobei die Dinge ja auch irgendwann ausgehen würden. Das ist eigentlich schwer zu sagen. Ich glaube, alles, was ich mitgeben würde, da würde nach einer Zeit die Batterie absterben. Ich würde wahrscheinlich gar nichts mitnehmen. Ich würde ein Bild von meiner Familie mitnehmen.
wenn ich was an mir verändern würde, ich glaube, ich würde mir mehr Selbstbewusstsein verleihen. Weil davon kann man einfach nur leben.